Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Force of Nature 2. Ich habe mir erlaubt, mal noch zwei Gewächshäuser dazu zu bauen. Ich will mal wissen, weil ich glaube, ich macht Sinn. Wir können drei Sachen aktuell anbauen. Vielleicht macht es Sinn, diesen Gammelpilz, die Pilze und Ananas anzubauen. Ist vielleicht gar nicht so eine blöde Idee. Machen wir einfach mal. Ich hole mal die Ananassaat. Wo haben wir die? Hier. Und dann holen wir noch den Gammelpilz und dann schauen wir mal. Da. Wenn man aber einen einwirft und einen rauskriegt, macht das natürlich gar keinen Sinn. So, wie gesagt, hier ist gleich fertig. Und dann gucken wir mal 46 Pilze, wie viel wir jetzt da rauskriegen, ne? 5. Es macht 5 Pilze. 5. Okay, das ist geil. Das ist geil. So, wir bauen jetzt noch, also wahrscheinlich auch wegen des Düngers, ne? Erntemenge 10%, vielleicht normalerweise 4 Dinger oder so. Okay, ich würde sagen, anpflanzen. Für die verfaulten Gräben brauchen wir leider Gammelwasser, das machen wir gleich. Warte, machen wir hier Ananas rein, okay. Dann holen wir noch Gammelwasser. Habe ich das hier? Ja, ne? Hier. Hier, so. Und dann machen wir das. Nice. Das machen wir jetzt einfach eine Runde. Schön. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Ja, muss ich jetzt mal so sagen. Gefällt mir wirklich sehr gut. Ein Pilz rein und 5 dafür wiederkriegen. Schön. So, wir werden mal noch ein bisschen Dingsbums anbauen hier. Bisschen Perlmutt und dann gucken wir mal, wie wir weitermachen. Wir brauchen immer noch die Hose, das heißt, wir müssen rüber. Das bedeutet eigentlich nur, wir müssen rüber und die Welt dort weiter erkunden. Ach Gott, hier sind ja auch noch 20 Millionen. So. Okay. Das lassen wir mal noch kurz. Da würde ich schon fast sagen, dass wir vielleicht eine Truhe... Hier ist doch eine übrig, ne? Dass wir diese Truhe hier... hier rüber machen. Dann machen wir nämlich da die ganzen Pilze und das Gammelwasser rein. Und, ne, wisst ihr? Und dann können wir das hier so ein bisschen produzieren. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Komm, wir bauen das mal ab hier. Hier war ja nichts mehr drin. Ja. Nennen wir denn, Dingsbums Gewächshaus. Und dann machen wir da nämlich das ganze Zeug rein. Wir machen hier gleich schon mal direkt die nächste Fuhre. Let's go. Ja, okay. Das ist jetzt ein bisschen tricky. Wir kriegen immer neue Ananassaaten und können immer nur eine Ananas basteln. Das ist ein bisschen... Naja. Aber warum kann ich das nicht... vermehren? Warum kann ich eben nicht sagen, komm, mach mal hier... Weißt du, mach mal hier ein bisschen mehr davon. Bestimmt werden die größer werden irgendwann. Ja, ich warte mal noch, bis der hier fertig ist. Dann setzen wir den auch nochmal an und dann packe ich den Rest erstmal hier rein. Dann entleeren wir uns erstmal wieder eine Runde. Und dann passt das auch. Wieso ist hier kein Dünger mehr drin? Das kann ich gar nicht glauben. So. Packen wir das mal alles da rein. Bitteschön. Das hier auch. Und auch das Gammelwasser. Ich packe hier eigentlich alles rein. So. Und auch die Ananassaat. Das bleibt alles weg. Das packen wir alles runter. Das ist aber gar nicht so viel Platz, glaube ich. Den tropischen Sand sollten wir vielleicht woanders hinpacken. Warte, ich gucke nochmal ganz kurz. Hier machen wir nochmal eine Runde Glut.
Und hier machen wir noch mal eine Runde Kohle. So. Und hier kommt dann das hier rein. Das passt nicht. Pelmut muss rein, Salpeter muss rein. Aber tropischer Sand, den mache ich jetzt erstmal woanders hin. Was muss da rein? Jo. Schlamm und das? Kein Platz. Hier vielleicht? So. Okay, Stoffreste, Nägel noch kurz weg. So, dann haben wir hier noch Waffenmunition. Und dann nur noch die Nägel, dann haben wir beide Rüstungen, die wir brauchen und können einfach losdallern. Das ist ganz gut. So, Bretter packe ich jetzt wieder runter. Das irritiert mich, wenn die hier liegen. So. Wir müssen auch zeitnah Holz holen. Gut, okay, wir sind hier alles ist gut. Wir gehen jetzt rüber, wo müssen wir jetzt hin? Wir müssen jetzt in den Sumpf, ne? Wir müssen mehr Leder holen, damit ich mir endlich eine Hose basteln kann. Und dann müssen wir natürlich weiterhin erkunden. Moment, ich habe hier noch ein bisschen was zu essen, glaube ich. Ja, okay. Und was wollte ich noch gucken? Weberei, da brauchen wir Spinnennetz. Das heißt, wir müssen auch Spinnen finden. Pilzkunde, guck mal, da brauchen wir nämlich solche Sachen, die wir noch gar nicht kennen. Das heißt, wir müssen allgemein weiter forschen. Und Jade haben wir auch noch nicht gefunden. Und überhaupt. Und wo kriegen wir eigentlich Hybridkartoffeln her? Sind die vielleicht hier irgendwo drin? Warte kurz, ich will einmal kurz gucken. Sind die hier vielleicht drin? Hybridkartoffeln, wo sind die? Wo habe ich die? Offensichtlich nicht hier. Vielleicht bei den Dingern hier? Wo habe ich die denn? Ich habe die irgendwo schon gesehen. Wo gibt's die denn? Hybridkartoffel. Drücke für mehr Informationen. Gärtnertisch. Ach, der Gärtnertisch. Ach ja. Warte. Gärtnertisch. Wo haben wir den denn? Den gibt es, glaube ich, noch gar nicht, ne? Ja, hier steht er ja. Was brauchen wir dafür? Erde, Schlamm, Kupferblech, Glasflasche, Nägel und Brett. Können wir machen. Aber wir brauchen noch Pilzkunde Level 2. Ich kann ihn hier drinnen nicht sehen. Ich glaube, der ist hier noch nicht freigeschaltet. Wir brauchen Pilzkunde Level 2. Da müssen wir hin. Und wenn wir das haben, dann gibt es auch den Gärtnertisch. Okay. Alles klar. Und für den brauchen wir jetzt diese ganzen anderen Sachen, die wir noch nicht... Wir müssen jetzt rüber. Wir gehen jetzt rüber. Wir gehen jetzt... Uiuiui, wir haben ja eine bessere Rüstung, aber die Hose fehlt noch. Wir werden jetzt ein bisschen was vermöbeln gehen. Und weiter erforschen. Bin sehr gespannt. Und zwar hier im Sumpf. Ach, wisst ihr, was mir noch fehlt? Was ich noch haben möchte, bevor wir loseiern? Ein Portal. Das heißt, wir brauchen noch Ton, Ektoplasma und Stein. So, warte. Ton, Stein und Ektoplasma. Hatten wir, glaube ich, hier in der Truhe. Ich bin irgendwie langsamer. Ich sag's, wie es ist.
Ich bin langsamer. Die Rüstung macht mich langsam. So, wir gehen rüber zu dem Naturgewalten-Steinaltar. Starten nochmal vorne. Gucken wir mal. Ein bisschen was haben wir ja schon weggemetzelt. Starten wir vorne. Mal gucken, wie das mit dem Giftwiderstand jetzt funktioniert. Und überhaupt bin ich sehr gespannt. Mal gucken, wo waren wir denn überall schon? Laufen wir jetzt bis hier oben, ne? Hier, da konnten wir noch nichts mit anfangen. I don't know. Ich würde sagen, wir laufen jetzt einfach mal eine Runde links rum, oder? Und wenn ich mal hier so, wollen wir nicht mal hier so lang? Würde ich jetzt einfach mal sagen, lass mal hier so links. Noch ein bisschen was aufdecken. Tendenziell mal schauen, was da so geht. Guck mal, da sind bestimmt noch viele Freunde. Ne? So viele Freunde. Ha. Läuft eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Giftwiderstand ist jetzt aber auch nicht der beste, ne? Meine Fresse, komm her jetzt. So. So. Okay, essen wir mal noch ein bisschen Zeug hier. Fleisch muss eh weg, ne? Hier haben wir noch ein bisschen was. Das kann auch weg. Die guten Früchtekuchen. Baklava haben wir natürlich auch noch. Naja, mal gucken. Oh, hier ein Rubin. Und Bernstein. Und kaputten Scheiß. Hier, Raufell. Deswegen sind wir hier, ne? Um die Hose zu machen. So, jetzt habe ich schon wieder den Kuchen gegessen. Ich wollte erstmal die billigen Sachen essen. So, und dann würde ich das hier gerne aufdecken. Das ist mir wichtig. Kackvieh. So. So doll gut ist das jetzt hier nicht. So, dann machen wir zwischendurch auch mal das hier. Ich glaube, das können wir auch mal verwenden. Das darf ich nur nicht vergessen. Hallo, na? Oh, Rubine. Ah. So viele Freunde hier. Ganz toll. Gebt mir euer Fell. Ihr kleinen Scheißer. Ach, hier komme ich jetzt nicht durch, oder was? Was denn? Was soll das denn jetzt? Vermöbel einfach alles. Ja, kommt her. Sehr gut. Noch mitnehmen. Gibt es irgendwie einen Trick, die schneller aufzusammeln, die ganzen Sachen? Ich hoffe nicht, dass ich die auch heile, ne? Also wenn ich jetzt hier irgendwie meinen Zauberspruch nutze, hier den meine ich. Die Heilung. Ich hoffe nicht, dass die auch damit geheilt werden. Das wäre ein bisschen doof. Hier komme ich nicht lang. Okay. Einmal das Gebiet sondieren. Gucken. Was hier so... Oh, verfaulte Gräben. Hör damit.
Ja, sehr gut. Na, ihr? Sind aber ganz schön viele von den Freunden, ne? Mal so sagen. Ne, ich glaube, ich heile die nicht. Ja, okay. Hier noch mal ein bisschen was. So, jetzt muss ich aber aufpassen. Jetzt wird es ein bisschen eng gerade. So, ein bisschen Ausdauer. Okay, okay. So, leider kann man das hier nicht rauszoomen. Ich glaube, das haben wir. Diesmal haben wir ein etwas größeres Gebiet. Ich versuche mich hier nur gerade mal am Rand lang zu hangeln. Wenn wir irgendwas finden, irgendeinen wichtigen POE. POI, Point of Interest, dann so eine Höhle oder irgendwas, dann werden wir da nämlich das Portal dann erstmal hinsetzen. Leider wird es jetzt dunkel, das ist irgendwie doof. So. Waldpilze. Ja, wir sollten das mitnehmen. Wir sollten das wirklich mitnehmen. Ich denke, das macht Sinn. Uns treibt ja nichts. Wir können ja in Ruhe hier alles sondieren. So. Und dann mal gucken, ob wir hier irgendwelche neuen Ressourcen finden, ne? So, futtern. Das. Naja, auf jeden Fall müssen wir zeitnah nochmal wieder ein bisschen was kochen. Ich würde halt super gerne diese Pilzgeschichte machen. Deswegen möchte ich so viele Pilze wie möglich haben. Ja. Okay, sind wir hier am Rand? Ja. So, okay, okay, okay. Ich glaube, wir schlagen uns ganz gut. Wir schlagen uns wirklich ganz gut. Das ist doch nur Stein, oder? Hat er gerade selbstständig angegriffen? Also mein Charakter? Ich wollte nur mal gucken, ob das ein spezieller Stein ist, aber nein, ist er nicht. So, hier ist der Rand. Okay. Ja, dann werden wir uns hier mal so hocharbeiten, ne? Würde ich sagen. Ja, hat er gemacht. Guck mal, wie cool. Bleib doch stehen.
Wir haben doch das richtige Amulett, oder? Oh nein, wir haben das falsche Amulett. Warum sagt mir keiner was? Warum wohl? Ich bin ja doof. Okay, wir probieren das jetzt nochmal. Vielleicht geht es jetzt um einiges besser. Mal gucken. Kann mich hier durch, ja, ne? Guck mal, die machen gar nichts mehr. Aha. Doch, machen sie. Hat es jetzt irgendeinen Unterschied gemacht? Mal gar nicht, oder? Also irgendwie habe ich nicht das Gefühl, als wenn mich irgendwer... Gefiederstand 30? Weiß ich nicht. Sehe ich nicht. Oh, ja, ich komme nicht ran. Oh, oh. Sag mal. Würdet ihr jetzt vielleicht mal sterben alle? Das ist aber jetzt schon ein bisschen grenzwertig hier gerade, ne? So. Okay. Das wird schon wieder ein bisschen haariger. Ist hier nicht eben einer abgehauen? Komm her. So, okay. Ich muss mal kurz gucken, wie mein Inventar aussieht. Aber ist alles gut, ne? Wir haben schön Raufell. Dann können wir uns eine Hose basteln. Das ist mir wichtig. Machen wir. Hier komme ich nicht weiter. Wir müssen gerade auslaufen. Ach stimmt, ich bin ja gerade abgehauen. Wie Sau. Hallo. Na? Bringt gar nichts, dieser scheiß Giftwiderstand. Und wieso mache ich das mit der Axt? So. Ah, okay. Nehmen wir auch noch alles mit. So, okay, Pilze. Schön synchron. Zwillingsschlangen. So, das und das. Bisschen Angst, dass ich das Ding verliere. Okay, das sieht ganz gut aus. Das sieht wirklich ganz gut aus. Ah, schön, 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 schön. Wir brauchen eine Hose. Ich glaube, wir sollten wirklich die Hose eher bauen. Dann machen wir jetzt hier schon mal ein Portal hin, dann kommen wir schneller her, oder? Würde ich jetzt einfach mal so versuchen. Hier, zack. Dann bauen wir das jetzt hier hin. Dann mache ich, nenne ich das Dingens. Dingensbummens hier, Sumpf. Dann portieren wir uns mal schnell at home. So, dann können wir uns mal die Hose basteln. Ich glaube, die wird uns auch sehr gut zu Gesicht stehen. Irgendwie, wir hatten ja jetzt Giftkunde
gelernt. Ne, jetzt muss ich noch mal gucken, ob wir da nicht irgendwie noch. Da war doch irgendwas. Warte mal kurz. Ich gehe mal hier noch mal zum Entdeckertisch schauen. Eine Sache machen wir noch. Moment. Und das wollte ich gar nicht. Pilze. Faulte Gräben. Und Ananassi. Ich glaube, ich werde mich eher auf Pilze konzentrieren. Scheiß auf Ananas. Nee, ich wollte hier mal gucken. Entdeckertisch. Ich hatte ja schon Giftkunde gelernt. Frage ist, was kann ich... Ach so. Eigentlich brauchen wir ja genau diese Rüstung, oder? Giftwiderstand. Laufgeschwindigkeit. Oh. Ist ja viel, viel cooler, als was ich jetzt anhabe. Guck mal, wie cool. Das sieht auch richtig nice aus, ne? Hier können wir ja auch Gift herstellen. Im Schneidertisch. Aber erst, wenn ich Jadeverarbeitung gelernt habe. Das sind alle Required Discoveries. Und Alchemie. Alchemie 2. Aber ich habe doch Alchemie 2. Nee, habe ich nicht. Alles klar, das dauert noch 10 Jahre, bis ich das machen kann. Okay. Gut. Ich kann also nur Gift herstellen. Ich weiß nur nicht, wofür. Also noch nicht. Noch weiß ich nicht, wofür. Okay, wir bauen jetzt eine Hose. Dafür benötige ich Dinge. Wo ist das? Gepanzerte Stahlhose. 15 Faden. Dennoch diese Verschlussdinger, die wir nicht mehr haben. Faden haben. Wir haben genau 15 Faden. Krass. Leder holen wir gleich. Noch. Stahlplatten. Also diese Dinger hier. Stahlblech. Ich brauche mehr Stahlblech. Auch viel mehr Stahlblech. Furchtbar. Moment. Wir müssen unbedingt Eisenbarren machen. Und müssen die ganz dringend in sowas hier verwandeln. Wir brauchen nämlich 3 davon. Und dann können wir noch ein Blech machen. Wir müssen aus einem Blech nämlich diese anderen Dinger bauen. Und dann können wir uns die Hose machen. Waldpilz gewachsen. Sehr gut. So, dann machen wir uns jetzt hier so einen Dammerstahl. Was brauchen wir noch? Holz und Dingens. Kohle und das hier. Machen wir Dammerstahl. 2. Okay. Sehr cool. So, bitte dieses machen. Ich brauche eher das. Sehr schön. Ja, stimmt. Ich habe ja noch eine ganze Menge Pilze gesammelt. Wa? Muss noch mal kurz gucken, was wir für die Pilzsuppe brauchen alles. Ich glaube Fleisch und das hier und Kartoffeln. Ne? Dann können wir nämlich richtig schön lecker Gulasch bauen. Das ist richtig cool. Gleich mal gucken. So, Schneidertisch. Verschluss. Und dann machen wir nämlich hier wunderbar gepanzerte Stahlhosen. Warte.
Stahlhose. Jawohl. Sehr gut. Okay, ja gut, diese andere coole Rüstung bauen wir dann später, wenn wir Jade und so weiter gefunden haben. Ich gehe mal davon aus, dass wir das hier im Sumpf finden werden. Genauso wie Spinnenweben und sowas. Das denke ich mir mal ganz spontan so. So, Hose braucht noch 10 Jahre, wenn ich hier nicht mithelfe. Hilf doch mal mit. Ja, okay. Vielleicht nochmal gucken, was die Pilzsuppe kostet. Ich sag mal so, die Dinger sind auch nicht schlecht, ne? Aber nur 55er, ein bisschen Ausdauer on top. Ich glaube, der Eintopf ist richtig, richtig gut. So, sehr gut. Hose, jawohl. Ein Traum. So, jetzt gucken wir mal kurz. Haben wir nämlich hier unten die Pilzsuppe. Guck mal, da brauchen wir Salz. Brauchen wir Waldpilze. Und mit dieser Pilzsuppe haben wir Ausdauer. Aha. Und dann mit der Julienne-Suppe. Da haben wir halt alles drin. Aber was ich meinte, ist das Gulasch. 85er Gesundheit. So gut. So, 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 so gut. Wir haben ja wohl mehr als genug von dem ganzen Scheiß hier, oder was? Warte mal, Kartoffeln? Fleisch? Salz? Nee, was war das? Salz, ne? Nee, Mehl? Mehl? Nee, Moment. Salz, nicht Mehl. Habe keinen Platz mehr. Das ist sehr gut. Noch mal kurz ein bisschen Wasser rein. So, lass mal gucken, wie viel denn wir von dem Gulasch kochen können. Boah, wie nice. Wie nice das einfach ist. Ich hole mal mein Wasser kurz zurück. Bauen machen auch ein paar Pilze an. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Wir bauen einfach nur Pilze an. Scheiß auf die verfaulten Gräben. Waldpilze, Waldpilze, Waldpilze. Das ist nicht gut. Ich hatte jetzt irgendwie wirklich nur 5 Pilze. Wir brauchen unbedingt Dünger. Oder hat der das aus meinem Inventar geholt, den Dünger? Kann das sein? Bio-Dünger. Humus? Auch gut. Ich glaube, wir müssen immer Dünger im Inventar haben. Aber ich habe jetzt 20 von den Dingern hier angesetzt. Ich glaube, das ist auch schon mal sehr, sehr cool. Okay, okay, okay. So, warte, warte, warte. Ich packe jetzt hier erstmal ein paar Sachen rein. Wie zum Beispiel das hier. Die Hose kommt hier wieder hin. Das heißt, ich werde jetzt erstmal meine ganzen Sachen nochmal auspacken. Und noch ein bisschen was kochen und Pilze anbauen. Und dann werden wir in der nächsten Folge weiter erforschen. Wir werden weiter im Sumpf vordringen und werden uns da unseren Weg durchbahnen und gucken, was uns da alles so erwartet. Und ich freue mich sehr, wenn ihr wieder mit dabei seid und sage bis morgen. Macht's gut. Ciao.